Da ist überall keine Fackel dran. Da. Naja, dann setzen wir weiter. Ja, ich kann. Du musst. Ich mach schon. Ja, ja, nur keine Panik. Oh, guck mal, das reicht hier noch bis zur Brücke. Ich sehe das nicht. Sind die jetzt hier an oder nicht? Sind die? Das sieht man sofort, ob die an sind oder nicht. Aha, okay. Ich mach mal eine Testgrabung. Nee, das ist an. Okay, das sah nämlich so aus. So, okay. Da und da. Guck mal, das ist aus, okay. Hier. Ah ja, okay. Das ist ein deutlicher Unterschied. Ja, ist nicht so stark der Unterschied. Deswegen bin ich da immer im Rätsel jedes Mal. Ach so, also bei mir in den Texturenpaket, da sieht man das auf jeden Fall sehr, ja, gut. Ja, nee, in Vanilla nicht besonders. Ah, okay. Hast du Fackeln gesetzt? Nee, ich mache erstmal nur die Dinger drauf hier. Ach so, ja, stimmt. Das muss ja auch noch. Ich habe noch einen Glühstein. Hast du Erde mit? Ja, jede Menge. Ja, okay, dann kannst du auch wieder zumachen. Dann gehe ich schon mal mit dem letzten Glühstein da. Moment, da. Da fehlt ja noch was. Da auch. Dann setze ich schon mal den letzten da vorne. Ja, okay, dann gehe ich jetzt erstmal anzünden hier. Ja, hier hin, ne? Blüpp. Ich habe leider nichts zum draufsetzen. Dann verhau ich den Zombie eben. So. Kannst du den Zombie draufsetzen? Nee, das hau ich hin. Da ist ein Kuh. Würde aber lustig aussehen. Hm. Ja, das schon, aber der bleibt da nicht freiwillig oben. Ne? Das ist der Nachteil. So, ja, da brennt ja schon alles. Was mich ja nochmal faszinieren würde, ist, so ein bisschen mit Redstone zu arbeiten. So ein bisschen mehr Elektrik und Technik einzubauen, quasi. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Vielleicht mache ich das Mechanismen auch noch. Würde ich ja gerne. Lustige Mechanismen. Ja, ja. Aber das, da muss man sich auch erst wieder reinarbeiten. Ja, das ist wirklich... Da gibt es aber auch mittlerweile, glaube ich, ein paar mehr Teile dafür. Also, die ganze Elektronikgeschichte. Also, ah, da kannst du ja die Fackeln setzen. Nee, da ist ja schon was drin. Da kannst du die Fackeln setzen und ich mach die Erde wieder rein. Das geht auch. Ach so, wir sind sowieso schon durch, oder? Wir sind schon. Hier brennt alles. Da hinten ist noch eine Fackel. Ja. Also eine Laterne. Immerhin brennt sie schon. Die war schon. Achso. Und Deckel drauf noch. So, das war's an Rotstein. Mehr habe ich nicht. Und Glowstone, hast du noch welchen? Habe ich noch 27. Okay, das ist... Aber ich habe eben keinen Rotstein mehr. Ja, da hilft nichts. Da müssen wir dann später nochmal in eine Höhlentour gehen. Oder du bringst nächstes Mal was mit, wenn du irgendwie nochmal in die anderen... Da, ne? Weiter weg. In die neue genau, Welt. Genau, in die neue Welt. Ja, das habe ich sowieso vor. Das, ich weiß nicht, warum ich da nicht dran gedacht habe. Also, ich habe auch das Gold vergessen. Raue Mengen, was da rumliegt. Also, ja. Da brauchen wir nicht mal mehr unter Tage gehen für. Ja, dafür nicht. So, hier können wir nichts weiter machen. Was wollen wir denn jetzt überhaupt noch machen? Ich würde sagen, kurze Pause. Okay. Und ja, lass mal nachdenken. Was ist denn noch an Baustellen da? Ja, hier, die Baustelle ist natürlich immer gut. Jetzt verhau ich den Creeper da. Der stört mich jetzt. Der hat dich schief angeguckt, wa? Ja, Creeper kann ich sowieso nicht leiden. Ups. Ach hier, guck mal, da ist ein Loch. Okay. Ein paar Birken sind gewachsen. Ach ja, siehst du, ich hatte ja Dings dabei. Bonemehl hatte ich mitgenommen. Guck mal. Da ist eine Schere. Wachsen wollen. Oh, ja. Da ist ja immer nicht viel davon. Also ich bone mal und du entlaubst so ein bisschen. Du bist hier das Agent Orange von Minecraft, bist du. Ja, aber ich brauche eine Schere dazu. Ach, hast du keine? Warte, ich, die ist gerade ja, kaputt gegangen. Ja, ich habe zwei. Ich schmeiß einfach mal. Ach, du hast ja, zwei. Ich schmeiß einfach raus jetzt hier. Mhm. Ja, dann. Oh, jetzt habe ich daneben geklickt, jetzt ist hier ganz viel Blumen. Schon wieder. Ja, die gehen schon weg. Das ist ja quasi das Entlaubungsmittel gerade hier. Oh, die rum wollen nicht, aber egal, die haben wir genug.
Das riecht hier so nach Apfelstrudel. Hier? In Minecraft? Nee, kann nicht sein. Nee, bei mir zu Hause. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Okay, jetzt habe ich gleich keinen Bohnen. Ich hatte nur ein Stack mitgenommen. Ja. Sammle ich die wieder rein hier, die brauchen wir nicht mehr. So, meine Schiene ist auch gleich kaputt. Ja, das werden wir auch brauchen. Schere, ne? Ist kaputt. Das ist ja immerhin eine ganze Menge Hecke, die wir noch setzen müssen da. Ja. So, jetzt hast du Laub auch jetzt? Also ein bisschen. Ich sammle jetzt mal so ein bisschen ein hier. Aber ja, okay, ich sammle das auch hier viel. Ein. Das sind so nur Reste immer. 24, 25. Ich habe jede Menge. Ja, ich weiß nicht. Fangen wir einfach mal an. Ich setze hier nochmal die 3 Saplings, die ich gesammelt habe. Die können dann noch in Ruhe wachsen. Aber ich glaube, wir haben sowieso genug Laub. Lass uns mal in so eine Ecke anfangen. Ja. Ja, ich muss mir erstmal angucken, wie du das meinst. Denn. Ja, ja. Mhm. So, das kommt mal hier weg. Das ist ganz einfach. Moment, jetzt kriegst du mal Laub. So. Achso, einfach nur lang ziehen hier. Okay. Ja, genau. Das ist ja kein Ding. Oh. Laub zu Ende. Und ich muss mir noch was überlegen, wie ich an all die Blumen komme, die ich dafür brauche. Oh, ich habe gerade jede Menge Blumen gesehen. Ich weiß nur nicht, welche du willst. Das alles. Stück, wo du sagst, dass das Haus soll da entstehen, da ist jede Menge im Flugzeug irgendwo fliegen. Also da ist richtig... Ja, aber ich brauch Blumen von allen möglichen Farben und... Hattest du nicht du hast doch einen Färbergarten, aber ja, das ist das Doofe, man kann die nicht vermehren, ne? Ja, genau. Doch, die großen schon, mit Knochenmehl. Ach so? Okay. Ja, die großen Blumen kannst du mit Knochenmehl vermehren, die kleinen aber nicht. Also die Vanillablumen quasi nicht. Also diese roten und gelben Standardblumen nicht, ne? Genau, die kannst du nicht vermehren. Mhm. Doch, die kannst du auch vermehren, indem du... Warte, lass ich mal offen. Mit Bone Meal auf Gras und per Zufall, ne? Genau, richtig. Gut, das könnte man ja machen, weil dann würde man wirklich das ganze Bone Meal jetzt verfestigen in nächster Zeit, ne? Oh, was mach ich denn da? Ich habe kein Laub mehr. Ja, ich habe noch welches. Dafür habe ich Blumen eingesammelt. Wo wir gerade drüber sprechen. Oh, ich hab auch nicht mehr allzu viel. Wo wir gerade drüber sprechen. Wo bist du denn gerade? Was? Wo? Moment. Ah, hier. Hier, das ist der letzte Stapel, den ich noch habe. Okay, aber das ist ja mal ein Stück. Oh. Dann müssen wir doch noch ein bisschen was abhauen hier. Da hinten fliegt eine Insel, so wie das aussieht. Also fliegt ein oder ist der verbunden? Ja, weiß ich gerade nicht. Wenn das abmacht oder nicht, weiß ich. Nee, der ist verbunden. Das sah nur aus wie eine Fliege. Hast du die ganze Mauer da schon durchgezogen? Jo. Ja, einfach rückwärts und ziehen, ne? Ja, ja, klar. Das geht schnell. So. Ja, dann komm mal. Dann haben wir... Ah, jetzt reicht das hier nicht. Naja, egal. Kriegst du das noch hin? Reicht das Laub? Ich glaube, ja. Na, 17 habe ich jetzt nur noch. Ach so, nee, das reicht nicht. Aber wir haben hier noch was, aber dann brauche ich erst noch mal wieder eine Schere. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt dieses Laub hier noch fertig. Das ist ja ganz wenig nur noch. Ja, ja. Aber dennoch, ach, da habe ich noch 2 gefunden. Das ist wieder ein... Und die mache ich hier weg, weil... So, das ist ja nicht nötig, dann müssen wir die nur wieder abhauen. die spinnen aber echt, die Kühe, die stehen voll auf Hecken und Mauern, echt. Ja, das treiben wir ihnen schon noch aus. Ach, lass uns erstmal schlafen gehen. Nicht aussagen. Ich lese wieder, Thylsoft versuchte in Lava zu schwimmen. Ach nein, erinnere mich nicht daran. sagen wir so, er hat es versucht und es hat nicht geklappt. Ja. Wo haben wir jetzt Eisen? Ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viel hier. Das... Doch, hier ist noch genug Eisen. Ah, ich habe noch eine ganze Schere gefunden. Hör, das ist auch gut. Jo, das ist nichts. Geht's nicht. So. Wo bist du? Ja,
hier sind auch noch welche gewachsen, guck mal. So, das reicht jetzt. Ich hab vier. Vier was? Vier Laubdinger? Ja. Ach, ich mach jetzt das Laub noch weg, solange genau, ich... Genau, die Bäume müssen jetzt sowieso weg, habe. Weißt du? Dann mach die doch mal leer und dann kann ich die auch weghacken. Dann hast du noch wieder Holz davon. Pinker dabei. Das, na, kann das sein, dass das Birkenlaub schneller, Birkenholz schneller abzubauen ist? Haben die da was eingebaut, dass das tatsächlich weicher ist oder so? Das kann sein, ja. Weiß ich jetzt aber nicht. Irgendwie habe ich das objektiv so, subjektiv so das Gefühl, dass das wirklich schneller geht. Ja, das mag sein. So, ich mache jetzt mal den Rest der Hecke da fertig. Mhm. Wie viel habe ich denn jetzt? Oh ja doch, genug. Ach da, diese eine Lücke ist ja auch noch da. Zack, so jetzt nicht mehr. Also Laub brauchst du jetzt nicht mehr, ne? Weil ich holze jetzt alles hier. Ja, genau, habe ich genug. Jetzt alles runter. Ja, ja, kannst alles abholzen. So. Dann haben wir wenigstens wieder ein paar Saplings und dann kann man bei Bedarf wieder mal aufforsten. So, ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein paar Minuten und dann ist Schluss für heute. Jo. Das reicht dann auch mal. Hab wieder Unmengen vorproduziert. Aber dafür haben wir jetzt jede Menge auch geschafft. Wir waren im Nether. Ja, Action pur. Schade, dass ich nicht. Also, eigentlich müsste ich hier auch aufnehmen. Das waren heute echt ein paar urkomische Sachen, die ich da hingekriegt habe. nur, das packt mein Rechner einfach nicht. Also, platzmäßig nicht. Sonst so von der Performance würde er das sicherlich hinkriegen, denke ich. Aber, ja gut, wenn du zu wenig Platz hast, dann... Ja, das ist das. Mit dem Mac kannst du da nicht so viel aufforsten, sag ich mal, aufrüsten. Aufrüsten, ja. Das ist schwierig. Passt auch nicht jede Platte da rein, weil Mac und mag nicht alles. Mhm. Ja, das ist doof. Mhm. Und dann extra teuer und bla 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 und effektiv, ja. Weiß nicht, ob das... Warum hast du denn überhaupt sowas gekauft? Ich wollte damals... Da war ich noch... Student. Kennst du ja auch aus deiner AG, da ging es viel mit Mac-Programmen. Ne? Der eine Prof sagte, ja, das und das und das Programm, mit dem arbeiten wir. Und das hat mit dem Kurs angefangen, wo wir damals uns zum ersten Mal getroffen haben. Wo es so viele Mac-Programme gab, mit denen man arbeiten musste. Und und auch nachher in anderen AGs ging das auch so, dass viele, sag mal, Profs, die neu kamen, kamen eigentlich mit einem Mac aus Amerika, weil die vorher in Amerika waren oder so. Und dann haben also dementsprechend viel Software, was so frei ist, womit die arbeiten, womit man in den Kursen gearbeitet hat, dann auch beispielhaft mitgebracht und gezeigt und so. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, einiges unter Windows und man braucht im Prinzip beide Systeme. So, und dann habe ich herausgefunden, ja gut, dann Mac sollte ja angeblich eine ganz gute Arbeitsmaschine sein. Ich bin sehr enttäuscht eigentlich von dem System, nach wie vor. Man kann ja auf dem Mac gleichzeitig auch Windows laufen lassen. Jetzt spiele ich gerade über Windows. Ich habe jetzt gerade Windows 7 laufen, nativ quasi. Ich kann das dann eben beim Booten immer entscheiden, womit ich boote. Ich kann aber auch gleichzeitig, wenn ich im Mac OS bin, mit Parallels, das ist so ein Emulator-Programm, kann ich eigentlich gleichzeitig Windows laufen lassen und mit einem Mausklick mal eben hin und her switchen. Das ist dann ganz praktisch. Aber ganz ehrlich, also die Maschine kann wesentlich mehr, als sie zeigt, wenn das System sie nicht ausbremsen würde. Das ist schon echt peinlich damals. Also, ja. Es ist eigentlich ein richtig guter Arbeitsesel von der Performance her. So, ich würde sagen, wir sind fertig für heute. Ja, guck dir das mal an, du, ist ja auch ganz schön was passiert, ne? Das ja. Also auch hier jetzt an der Baustelle nochmal. Bäume stehen, Hecke steht. Ja. Ach, das ist schon richtig gut geworden jetzt. Mhm. Und jede Menge Lampen haben wir. Und ja, wir müssen wieder in den Nether. Da habe ich Angst schon vor. Das ist alles nichts. Gut, machen wir in der nächsten Session nochmal richtig, aber richtig gut vorbereitete Nether-Tour.
Ne? Wir haben ja schon jetzt gut vorbereitet. Wir haben da unten ausgebaut und so weiter. Ja, ja. Ich muss nur daran denken, dass ich immer vorher alle Sachen ablege, bevor ich den Nether betrete. Achso. Ja. So. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt einfach mal so sang- und klanglos Schluss. Wir haben jetzt 13 Folgen aufgenommen. Wow. Okay. Das ist schon mal ordentlich. Ja, würde ich auch sagen. Das reicht für die ganze Zeit. Ja. Ja. Da kann ich was anderes aufnehmen. Ey, war auf jeden Fall schön, hat Spaß gemacht, war jede Menge Action dabei. Ja. Ja. Und genug Tode, bin ich ja gestorben heute. Ich glaube viermal. Ja, ne? Das will ich auch sagen. Nicht, dass das extra, ich immerhin nicht, dass das extra passieren würde, aber ich es war ja eingerechnet, sagen wir mal so. Ja. Na gut. Ja, dann erstmal tschüss, Leute. Ja, genau, von mir auch. Und vielen Dank an dich, dass du da warst. Gerne. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.